Von 26. bis 28. April 2019 fand in Kötschach die Hausmesse von Maschinengeiler statt. Auch dieses Mal konnten die Besucherinnen und Besucher wieder eine Vielzahl an neuer Agrartechnik vorfinden und ausprobieren. Von Traktoren über Mähroboter bis hin zu Holzbauprodukten und Kindermode war alles vertreten. Lage ist sehr gut, wir haben Gott sei Dank ein super Wetter heute, es sind sehr viele Leute, für einen Samstag echt optimal und es geht rund. Wir haben schon allerhand verkauft, es ist alles voll lässig. Wir haben angefangen bei den Traktoren, Landmaschinen, Forst- und Gartengeräte, dann die Robotergeschichte für Haus und Garten, also Sauger und eben die Rosenmäher. Dann haben wir Sicherheitskleidung, dann Spielwaren für die Kinder und alles Mögliche noch. Dann haben wir so einen Marktstand da, die Firma Meier hat ausgestellt, auch in Breslauer Webhofer. Dann haben wir so eine Hausnäherei haben wir da bei uns ausgestellt, also ganz interessant. Ihr habt seit heuer Bell Robotics, die großen Rasenmäher. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, das ist ein Rasenmäher, der eine Fläche schafft von 24.000 Quadratmeter. Ideal für Golfplätze, für Fußballfelder, einfach für große Parkanlagen. Und er schafft praktisch in der spielfreien, trainingsfreien, beregnungsfreien Zeit trotzdem die Fläche von 24.000 Quadratmetern, zum Beispiel am Sportplatz. Heute habt ihr noch einmal shoppen und einen Vortrag und morgen früh shoppen. Wie läuft das Programm noch ab? Ja, genau. In einer Stunde, halben Stunde geht der Vortrag los, passen unsere Stiefel noch, ganz interessant für Frauen. Und dann haben wir den Shop mit der Agna Blos, das ist eine Kapelle aus dem Lesachtal. Dann morgen geht es weiter mit einem Frühshop mit der ODK Kötschach, also die Trachtenkapelle da vom Ort. Und den ganzen Tag Remi-Demi, Vorführungen, Probefahren. Die Kunden kommen aus ganz Kärnten, Osttirol, teilweise haben die Steirer gesehen, Salzburger, Italiener sowieso, bis vor Udine auf, sind sie angereist, also ganz spannend. Seit 2013 mit der Deutz Fahr Produkten bin ich mit dabei und es war immer sehr schön da. Es ist ein immer sehr qualifiziertes Publikum, schöne Maschinen und vor allem bemühte Leute. Ich mache im Endeffekt die grünen Traktore für Österreich bzw. für das Gebiet südlich, Slowenien, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Teile Salzburg mit. Ja, wir haben Traktore in der Klasse von 50 PS aufwärts bis 340 PS. Von der Serie her haben wir in kleineren Modellenbereichen haben wir die 4070, 4090E neu im Programm. Die sind speziell eben für den kleineren Landwirten eben gedacht. Haben ein mechanisches Getriebe drauf, 1515 Ganggetriebe und sind eigentlich von der Bauhöhe her eben auf 2,25 Meter aufwärts eben zu kaufen. Im größeren Segment fahren wir jetzt eben auch mit den D-Serien und mit den 5er-Serien weg, wobei wir aber auch eben da, wie gesagt, eben schon die mechanischen sowie auch bis zum stufenlosen Bereich eben unsere Produktpalette ausgeweitet haben. Das ist immer wieder Freude bei der Firma Geiler. Es bewegt sich was, es sind sehr viele Leute da, es ist eine gute Stimmung da. Und das ist eigentlich für uns auch schön, weil ich schlussendlich bin ja das ganze Jahr unterwegs in ganz Österreich. Aber speziell bei der Firma Geiler ist halt immer wieder eine schöne Freude. Diese kleine Rundbahnpresse habe ich mitgenommen, was speziell eben für den Verkauf von kleinen Rundbahnen für Jäger zum Beispiel ist. Ich habe Mähwerke mit bis 3 Meter Schnittbreite und mit einer Aufsitzpodest, wo man sich hinten draufstehen kann auf dem Motormäher. Und was ich neu dazu habe, auch diese Rebossi Kammschwader, was man jetzt speziell auf diesen Carrado montiert hat. Rebossi Kammschwader, das ist die futterschonendste Art zu heulen. Das ist eigentlich ein altes System, das wird wieder aufbelebt, wenn es um Qualität von Grünfutter oder Heu ist. Das habe ich heuer mit zu seiner Hausmesse da, die 2 Tage. Ja, wir haben wie jedes Jahr wieder ein neues Highlight. Momentan mit unserer neuen 550 XB Mark II, direkt frisch auf den Markt gekommen, eine neue Technologie und ansonsten natürlich in der Acho-Technologie das volle Produktsortiment von Einsteigersets bis Profimaschinen im Reiterbereich, Traktorenbereich, Aktionen im Frühjahr wie jedes Jahr zur Hausmesse hier beim Stefan. Wir sind immer zu zweit, zu dritt vor Ort. Alle Geräte, die wir verkaufen,
können natürlich auch vor Ort von jedem Kunden probiert, getestet und natürlich auch erworben werden. Ja, es freut uns natürlich sehr, dass wir heuer wieder dabei sein dürfen bei der großen Maschinenausstellung von Geila. Und natürlich, wir waren vor 2 Jahren schon dabei bei der Messe und es ist natürlich starkes Interesse von den Besuchern und uns freut es natürlich, unsere Auto da präsentieren zu können. Also wir stellen die Marke Toyota vor, Suzuki und Dacia. Der neue Toyota RAV4 als Hybridmodell ist brandneu herausgekommen und die ersten Vorführfahrzeuge haben wir schon bei uns stehen zur Probefahrt. Ihr verkauft Wohlfühlhäuser. Was gibt's da heuer Neues? Bauen mit Holz ist nach wie vor ein altes Medium eigentlich und auch in der modernen Zeit ein sehr wichtiges Medium, weil einfach ein gesundes Bauen ist, nachhaltiges Bauen, ökologisches Bauen, mit dem machbar ist. Es gibt die Leichtbauweise und die Massivholzbauweise. Massivholzbauweise haben wir mit Thoma als Partner, die wir da die Objekte aufstellen. Und eben Leichtbauweise ist einfach Ständerbau mit hinterlüfteter Fassade, wo wir schon die ältesten Häuser jetzt über 20 Jahre alt sind. Das ist jetzt ein Styropor- und Holzweichfaserplatte. Und das sind zwei weiche Dämmstoffe, Steinwolle und Holzweichfaserplatte, was ihr als gefache Dämmung, also zwischen den Sporen, in der Dachschräge oder in einer Wand dann verwenden kann. Und da habe ich noch eine Wärmelampe in jeder Box drinnen und ein Thermometer, wo man noch über die zwei Sensoren, ein Sensor liegt oberhalb, ein Sensor liegt unterhalb, dann die Temperaturen noch aussieht. Da haben wir jetzt 47 Grad und 18 Grad. Wenn wir jetzt 2 ist 20, sind jetzt 27, sind 29 Grad. Also ist dieser Dämmstoff träger als das Styropor. Obwohl eben, wenn ich jetzt an diese Lambda-Werte hernehme, eigentlich die Holzweichfaserplatte schlechter wäre. Man nennt das in der Fachsprache die Phasenverschiebung, wie lange Kälte oder Wärme braucht, um einen Dämmstoff durchzuwandern. Wie gefällt es dir? Super gut, die Leute sind alle geschmeidig drauf, also es sind wirklich ordentliche Leute da. Viel beraten habe ich schon heute, also geht dahin. Ja. Wir bauen ausschließlich Zapfengeneratoren von 10,5 kW bis 126 kW. Und ja, so ist es bei uns. Ja, es freut uns heute natürlich, heute ist mein zweiter Tag, ein Samstag. Das Wetter ist heute einmal ausnahmsweise oder herrlich eigentlich, muss ich sagen, weil gestern haben wir einen Einstieg gehabt, das war der Freitag, Vormittag war es halbwegs gut, Nachmittag regnerisch. Heute haben wir nicht gerechnet mit strahlendem Sonnenschein, aber es wird wohl der Dank sein für unsere ganze Arbeit, was wir damit gehabt haben, mit Herrichten und so weiter. Und dann hoffen wir nur, dass wir morgen noch einen schönen Tag haben, dass wir einen Haufen Besucher haben. Und ja, wir haben zum Beispiel von der Firma Sieb den neuen Bunchwater da. Das ist das erste Mal, dass in Kärnten so ein Gerät ausgestellt wird. Es ist ein neues Gerät, wo man eben das Heu zu einem Schwad bringen kann. Dann, was ist noch neu? Der neue Automower, der Großflächenautomower ist neu bei uns im Programm. Ich bin ziemlich nach die Roboter-Mäher gefragt worden. Ansonsten, ja, quer durch die Bank eigentlich. Es gibt jetzt nicht unbedingt einen Schwerpunkt, wo ich sagen kann, das war jetzt oft gefragt, aber eigentlich durch unsere Vielfalt, was wir haben, ist eigentlich rundherum immer wieder noch jeden Teil irgendwo noch vor, ja. Auf der Hausmesse wurde ein vielfältiges Programm für Jung und Alt geboten. Gewinnspiele, Dämmershoppen, Messeaktionen und vieles mehr erfreuten die Herzen der Messebesucher. Ein weiteres Highlight war der Fachvortrag von Katharina Hofer-Schillen zum Thema Passen unsere Stiefel. Das Problem, was wir alle haben, und da, wo wir Menschen alle gleich sind, ist die Zeit. Jeder Mensch auf dieser Erde hat die gleiche Zeit am Tag wie wir, 24 Stunden. Ihr kennt die Situation vielleicht im Urlaub, man ist angekommen und die ersten 2 Tage vergehen total langsam, weil wir noch nicht wissen, wo ist das Restaurant, wo ist der Strand, wo ist das schönste Plätzchen. Es braucht so seine Zeit und nach 2 Tagen ist alles klar und die letzten 5 Tage gehen so vorbei. Oder ein ganz großer Stressbarometer ist der Perfektionismus. Und das sind alles Dinge, die wir uns eigentlich selbst auferlegen. Weil ich muss nicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, den Haushalt machen, die Spülmaschine einräumen, bügeln, wäschen. Ja? Ich muss das nicht, aber ich mach's. Auch die kleinen Besucher der Messe kamen nicht zu kurz. In der Hüpfburg und auf den Spielzeugtraktoren fühlten sich die Kinder sichtlich wohl. Da redet man laut. Ja, freut euch doch. Ja, mit dem Traktor machen. Wohl,
Kommst du schon vorne? Mhm. Na, fahr mal. Also ich mache Kindersachen, von Koppen bis Hosen, Trachtenröcke, alles Mögliche eigentlich. Machst du das selber oder kaufst du das zu? Das mache ich alles selber. Ja, alles selber, genau. Bist du alleine oder hast du Mitarbeiter? Bin nur ich. Also ich bin ein Frau-Betrieb, sozusagen. Ja, ich bin erst vor kurzem gekommen, aber was man da einer so Eingang sieht, ein Haufen neue Maschinen und wie immer perfekt zusammengerammt, zusammengestellt und ein Haufen Geräte, wie man es von Stefan gewohnt ist. Wenn man was braucht, Wochenends kann man dann erreichen und kriegt man geschwind was. Einfach der Service rundherum, die gute Werkstatt, alles zusammen, das passt einfach. Das motivierte und engagierte Maschinengeiler-Team kümmerte sich mit seinen 27 Mitarbeitern bestens um die Anliegen der Kunden. Viele Beratungs- und Verkaufsgespräche konnten im Rahmen der Hausmesse geführt werden. Neue Produkte wurden den interessierten Messebesuchern präsentiert. Nach 3 Tagen ging eine erfolgreiche und gut besuchte Messe zu Ende.